kann man das Ego in Gleichgewicht bringen. Gibt es eine Methode dafür? Michael Leitmann, Kabbalisten sagen, dass das Ego man nicht ausgleichen, in Gleichgewicht bringen muss. Man muss gar nichts mit dem Egoismus machen. Man muss nur ständig zur Eigenschaft der Liebe und des Gebens streben, über dem Ego und nicht auf der Stufe von Ego zu verbleiben. Das ist die Herangehensweise der Kabbalah. Und wenn wir beginnen, uns zu erheben über dem Ego, zur Eigenschaft des Gebens, der Liebe, der Verbindung, Kommunikation untereinander, dann beginnen wir zu verstehen, wie sehr das Ego vielfältig ist, wie stark das Ego ist in uns, wie schwierig es für uns ist, das Ego zu lenken. Aber zusammen mit dem Ganzen bekommen wir, entwickeln wir uns in uns Eigenschaften, die gegensätzlich ist, sind dem Egoismus. Und dann können wir auf der Summe dieser egoistischen und altruistischen Eigenschaften die Psychologie erkennen und auch die Kabbalah erkennen.